und servus meine sehr verschreckten Euden und willkommen zurück zu Little Nightmares, zum DLC, von dem ich jetzt ernsthaft, ich habe echt den Titel vergessen, ich weiß nicht, ihr könnt es ja nachlesen, es steht jetzt im Titel. Wir befinden uns im Hauptmenü und zwar deswegen, weil wir, soweit ich das richtig gesehen habe, nur über die Kapitelauswahl tatsächlich ins DLC reinkommen. Hier haben wir ja die ganzen alten Kapitel. So, wir können ja jetzt entweder oben hier das erste Kapitel nehmen von dem ersten Teil oder vom Hauptspiel, das wir schon gespielt haben. Und hier das erste Kapitel vom neuen DLC, das ist jetzt vor 3 Tagen rausgekommen. Oder vor 4 Tagen, je nachdem, wann ich die Folge hochladen werde. Und ich weiß nur, dass man mit einem anderen Kind aus einer anderen Perspektive das ganze Geschehen betrachten kann. Und wir gehen da jetzt einfach mal rein. Ich habe mir... Der Fortschritt, ich bin mir ziemlich sicher, denn ich habe in diesem Kapitel noch gar nichts gespielt. Und bevor es hier noch irgendwie ein Video gibt und ich laber rein, ich habe mir den Season Pass gekauft. Das heißt, wir werden alle DLCs sehen, hier bei uns auf EudeTV. Und aus irgendeinem Grund ist hier der Mauszeiger, den bewege ich weg. So. Jetzt aufgepasst. Wir schwimmen. Okay, es ist direkt alles klar. Kein Intro-Video oder sonstiges. Wow. Oh, 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 warum? Wow. Was? Habt ihr das gesehen? Ah, wie geil. Er hat nur geträumt und wir waren hier in diesem Raum mit Six unterwegs. Wir waren in diesem Raum mit Six unterwegs, haben uns unter den Betten bewegt. Ist das vielleicht eine Geschichte, die wir kaputt machen müssen? Vielleicht ist es so ein Collectible, wie wir es aus dem Hauptspiel kennen. Nee, ist einfach nur eine Puppe. What the fuck, habt ihr das gehört? Natürlich habt ihr das gehört. Wir haben hier kein Feuerzeug oder sonstiges. Wir können springen, ganz normal laufen. Ganz genau wie Six. Okay. Natürlich mit einer anderen Animation. Alles klar. Kein Feuerzeug. Das ist verrückt. Das ist doch recht crazy. Was erwartet uns hier? Ich habe echt nicht die geringste Ahnung, was uns hier erwartet. Tatsächlich nicht. Es ist aber so dunkel, da können wir bestimmt nicht hin. Beziehungsweise da gehören wir gar nicht hin. Da, wo es so dunkel ist. Das war in dem Spiel immer schon so. Aber können wir hier was nehmen? Können wir hier hochklettern? Können wir hier auf dieses Bett? Können wir auch nicht. Ist das jetzt vielleicht ein bisschen Rätsel, intensiver. Wir können da auch nichts ziehen. Wir können hier auch nicht mehr hochklettern. Wir können nicht mehr aufs Bett steigen. Das ist ja verrückt. Dann müssen wir hier lang. Auch nicht. Das ist aber schon cool gemacht, dass wir da jetzt mit einem anderen Kind spielen. Es ist doch ein... Ach, guck mal. Da wird ein Kind verfolgt. Da wird ein Kind verfolgt. Gefangen. Falls ihr zwischendurch mal lauten Donner hört und ihr euch denkt, ja, im Spiel, die Wetter ist draußen. Nein, das ist vermutlich hier bei mir. Da fängt es nämlich gerade so ein bisschen an. Wow. Oh Mann. Wir müssen bestimmt runter ins Loch. Gefeiert, dass sich die Matratze da so dynamisch bewegt. Da sind diese Igel. Ah, das ist so ein Igel, einer. Bäh, hau doch ab, Mann. Und hier war gerade der Hausmeister. Oh nein. Ach du Scheiße. Komm, wir rushen hier jetzt mal durch. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das dauert. Das ist ziemlich günstig, dieses DLC. Es kostet 3,99 €. Und der ganze Season Pass kostet nur 9,99 € oder so. Aber wir können da gar nicht. Moment mal. Echt, wir können da nicht einfach so.
Hopp, Türklinke hoch, zack, hier, zack, nee. Da müssen wir uns irgendwo hochkämpfen, hochklettern. Hier vielleicht? Nein. Wir müssen hier runter. Kennen wir die Ecke nicht auch schon von Six? Wir sind solche Kisten doch schon mal geklettert. Oh, die Blitze sind ja ganz schön nah dran. Also hier bei mir im Real Life. Sieht zumindest ziemlich danach aus. Ja, natürlich. Wir kennen das. Jetzt geht's nach links. Komm, 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 schnell an die Wand. Da läuft das Kind weg. Aha, auch das richtige Timing gesucht. Zack, abwarten. Ich weiß nicht, ob da nicht unten etwas liegt, was wir haben wollen oder sollen. Nein, nein, fuck. Boah, wie gemein. Es ist gleich nach links rüber. Ach, fuck, wie gemein. Jetzt sind wir versteinert. Einfach so. Sehr gut, und wir haben nichts an Fortschritt verloren. Na gut, wir werden dieses Stück, sagen wir es mal ein Stück Brot. Spiel im Schatten. Lauf, Mädchen. Und jetzt laufen wir. Scheint zu reichen. Nein! Ah, es geht noch weiter nach links. Damit, Sale. Spielkonzentrierter. Sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts. Das schaffen wir auf jeden Fall. Das schaffen wir ziemlich sicher. Das schaffen wir ziemlich sicher. Aber dass der Junge kein Feuerzeug dabei hat, um so ein bisschen Licht zu machen, das ist schon... Das ist schon schwer, aber das ist vielleicht ein bisschen einfacher sogar für, noch für die Wegfindung. Denn Six konnte ja noch in Ecken laufen, wo es dunkel war. Die hat sie dann so ein bisschen beleuchtet eben mit ihrem Feuerzeug. Das geht jetzt hier definitiv gar nicht. Würde ich mal sagen. Na, weil hier jetzt unser Johnny... Da hängt so eine Kiste. Der kann nicht überall hin, weil er nicht überall Licht machen kann. Und das Spiel lässt uns ja tatsächlich nicht in dunkle Ecken, denke ich mal. Ah, okay, hier durch. Aber was ist in dunkle Ecken? Ich meine, als wäre es hier jetzt hell. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Es ist jetzt, schon arg dunkel. Man sieht durch die Kontraste aber allerdings, wo man ist. Und das ist schon in Ordnung. Hier waren wir überall. Hier waren wir mit Six überall schon. Hier, wo wir uns gerade bewegen. Da war irgendwas mit Strom. Ich erinnere mich an irgendeine Geschichte mit Strom. Können wir hier hoch? Komm, das gucken wir uns mal ein bisschen an. So. Mann, diese Blitze hier. Oh, wie schön. Soundtrack vom Spiel. So, erstmal richtig schön diese Scheißhäuser hier. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Respekt vor dem Gewitter. Nicht, weil ich Schiss vor Gewittern habe, sondern es hat mal bei unserer Eudamama zu Hause alles kaputt gemacht. Ein paar Geräte. Fernseher, ein angestecktes Handy, das sich aufgeladen hat. Oh, guck mal! Oh, warte doch mal, Kleines! Nimm uns doch mit! Ah, nee, wir können hier nicht hoch. Wir brauchen diese Kiste. Wird dieses Mädchen nochmal treffen werden?
Vielleicht hilft sie uns mal aus der Patsche oder wir ihr. Vielleicht bilden wir ein Team und fliehen gemeinsam. Jesus. Konzept. Nein! Nein! Oh fucking nein! Ich meine, einfach nur nein. Einfach nur nein. Ohne dieses böse F-Wort. Ha. Hätte ich mich... Es gibt ja eine Taste im Spiel, man muss sich da tatsächlich festhalten, was ich eigentlich ziemlich gut finde. Deswegen glaube ich nicht alle so. Oh, guck mal, klettert sie einfach so raus. Der hat uns bemerkt, habt ihr gesehen? Der hat mal kurz zurückgeblickt und ganz genau gesehen, dass wir hier sind. Sie wird doch aber nicht etwa vor uns weglaufen. Sind wir etwa böse? Und warum leuchtet da diese Flasche so? Komm. Das überprüfen wir mal. Müssen wir unbedingt mal durchchecken ein bisschen. So. Und hier. Zack. Einmal hochklettern. Springen. Sehr schön. Flasche mitnehmen. Oh. Oh. Wow. Wow. Wir haben irgendwas. Alles klar. Ha, Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben noch keine Flasche übersehen. Die leuchten, wenn die jetzt alle so leuchten wie jetzt diese hier, dann haben wir ziemlich sicher keine Flasche übersehen. Jetzt donnert's. Also, falls ihr es hört, es donnert. Also, falls ihr es nicht hört, meine ich. Falls ihr es hört, hört ihr es halt. Falls ihr es nicht hört, wisset, dass es donnert. So, wenn ich jetzt die Taste loslassen würde, mache ich jetzt kurz vor Boden. Wisst ihr? Halten wir uns nicht mehr fest. Ganz automatisch. Also was heißt automatisch? Also wir müssen uns halt wohlwissend, bewusst festhalten in diesem Spiel. Auch beim Klettern hier. Springen, wenn wir uns nicht festhalten, halten wir uns halt nicht fest. Zack. Finde ich richtig gut. Es gibt welche, die finden das ziemlich kacke und ich habe mir gedacht, wieso? Ist doch eigentlich logisch. Das ist ja, wenn du einen Shooter spielst, musst du auch abdrücken. Das macht nicht der Charakter für dich selber automatisch. Oh, die Blitze kommen immer näher hier. Komm, ach man. Und, hepp. Oh, geht nicht. Ah. Och, ich will auch nicht in dieses Loch da rein. Zack, und dann noch nach oben. Geht nicht. Das können wir tatsächlich nicht aufmachen dann. Okay. Hup. Nee. Dann ab ins Loch. Durch die Abfluss. Oh. Die ganze Soße. Wenn ihr wisst, was ihr im... Also wenn ihr den ersten Teil gesehen habt und weiß, was hier vorgeht. In diesem... diesem Gebäude, in diesem Trakt, der möchte nicht unbedingt durch dieses Wasser warten. Wirklich nicht. Das ist nicht schön. Es riecht vermutlich auch nicht besonders gut hier. Können wir hier nicht so eine Kiste mitnehmen? Einen Koffer? Nee. Ah, Moment mal, vielleicht müssen wir den einfach nur am Griff halten. Ah, sehr schön. Die Physik. Gebt euch die Physik. Ich finde das so großartig. Und das Wasser, die Verdrängung vorne und die Wellenerzeugung, das finde ich richtig super. Saumäßig gut. Lass mal da hinten gucken. Zu holen. Aber rein gar nichts. Ist das die Taschenlampe vom Mädchen?
Ah, jetzt haben wir eine Taschenlampe. Yeah, wow. Ach du Scheiße, Mann. Weiß nicht, ob das so gut ist. Also ich weiß nicht, ob es nicht schöner gewesen wäre ohne Taschenlampe. Jetzt haben wir mehr Platz für Horror. Och, bitte. What the... Boah, boah, habt ihr das gesehen? Ach du Scheiße, habe ich jetzt gesagt, Mann. Nein, 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 nein. Oh Gott, bitte nicht. Lauf, kleiner, lauf. Oh Gott, habe ich... Nein, 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 nein. What the fuck? Bah, kletter, kletter. Ja, hoch, hoch, hoch. Hoch, nein. Fuck, ich glaube, er kann nicht, weil wir die Taschenlampe... Wir müssen die Taschenlampe kurz wieder wegstecken. Verdammt. Krass. Voll gut. Lauf, Kleiner. So, und jetzt Gas geben. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Runterrutschen. Vorbeilaufen. Hochspringen. Slalom hier, Slalom da. Rechts, zack, zack, links. Nein, scheiße. Und ihm genau in die, da in die Arme. Ist natürlich den Tentakel ins Tentakel gelaufen. Holy moly. Upp. Komm, komm, komm. Höp. Nur nicht. Nur nicht. Nein, 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 nein. Oh, nein. Höp. Nein, scheiße. Ich hab gerade die Taschenlampe weggesteckt. Ja, mal, ja, mal, ja, mal. Gerade die Taschenlampe weggesteckt. Es ist nicht leicht. Es war auch, es gab einige solche Stellen auch im ersten. Ich sag halt immer im ersten Teil. Ihr wisst schon, was ich meine. Im Hauptspiel. Na komm. Na komm. Jetzt. Nein, nein. Oh Gott, nein. Habt ihr gesehen? Wir waren jetzt eigentlich schon mal kurz dran. Ich habe mich aber nicht festgehalten. Sollen wir es vielleicht gleich machen? Gleich Taschenlampe wegstecken? Ja, dann schauen wir vielleicht besser. Komm. Dann müssen wir das später nicht machen. Hier oben und unten. Und hier dran vorbei. Hopp. Hopp. Yes. So, richtig gut. Boah, schaut ihr das mal an. Wie die da versuchen uns einfach da. Boah. Da müssen wir hopp und festhalten. Und nochmal nach oben. Festhalten. Oh Gott, nein, was ist denn das? Was ist denn das, bitte? Schwimmen. Das ist diese Stelle, von der wir geträumt haben, wo wir nach unten gezogen wurden. Schwimm schneller, Kleiner. Müssen wir da hoch? Gucken erstmal, ob wir nicht da hoch müssen. Oder können. Nee, können wir gar nicht. Oder brauchen wir hierzu, hierfür dieses irgendwas? Ist das auch ein Koffer eigentlich? Nee, guck mal, den können wir gar nicht ziehen. Nee, können wir drauf? Können wir eh nicht. Alles klar. Okay. Können wir da echt nicht? Sieht halt so schön beleuchtet aus. Die obere... Ups. Die obere Seite da, hier vom Regal. So, als müssten wir da hin. Müssen wir wohl gar nicht. Moment, Taschenlampe. Hier doch Taschenlampe aus. Und hier die Bretter. So. Wow. Guck mal diese Figur an. Können wir die mitnehmen? Nee, können wir nicht. Oh, ist die fies. Ah, voll schön gemacht. Puh, Waschmaschine? Das ist so ein Toploader Waschmaschine, glaube ich. Oh nein, Gas, 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 Gas. Wir geben jetzt gerade Gas. Ich halte jetzt schon die Taste zum schneller schwimmen.
Ich denke zumindest, dass das die Taste ist, die uns dabei hilft. Oh nein, schneller, Junge, schneller. Nein, oh, ach du Scheiße. What the fuck, was soll man denn da machen? Ach du Scheiße. Boah. Boah. Mann. Was ist hier zu tun? Wir können nur schwimmen. Man sollen wir langsam schwimmen? Ich habe jetzt mal die kürzeste Strecke genommen. Es geht jetzt nur geradeaus. Nur geradeaus. Es kommt näher, es kommt näher, es kommt näher. Komm, komm, komm. Hoch, 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 hoch. Boah, Gott. Ach, gerade genug geschafft. Boah. Alter. Mann, Mann, Mann. Was? Da kommen wir doch. Können wir da? Nee, oder? Oh, wir müssen da runter. Wir müssen da runter. Oder hier. Nee. Wir müssen da runter. Okay. Kein tiefes Wasser, okay. Naja, gut, muss nichts bedeuten, ne? Entweder ist das realistisch und da ist wirklich jemand, oder es ist nicht so. Oh Gott. Oh Gott, wir müssen die jetzt rauslocken. Er geht jetzt selber hin. Nee. Das sind doch Igel. Nein, fuck. Scheiße. Mann. Ich dachte, wir müssen, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was ich denke. Ich dachte, wir müssen halt diesen, nennen wir es Pfropf. Pfropf ist einfach so ein fieses Wort. Lösen, indem wir, naja, einfach die Viecher rauslocken. Aber vielleicht müssen wir da hinwerfen. Und die kommen dann selbst raus. Und sobald sie das dann gelöst haben. So wie jetzt müssen wir uns halt bewegen. Und zwar ziemlich schnell. Und zwar anders. Alter Schwede, Mann, ist das gemein. Ist das gemein? Das ist so gemein, dass wir das in der nächsten Folge machen werden, liebe Freunde. In der nächsten Folge Little Nightmares DLC 1, von dem ich den Titel vergessen habe. Mit mir, dem Zahl, lasst einen Daumen da, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen. Tschüss. Und Servus.